Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr seht mich nicht, ihr hört mich nur. Auf einem, ja, eigentlich für mich sehr, sehr ungewöhnlichen Tag, wo ich tatsächlich mal ein bisschen aufnehme. Ich hatte aber sowieso vor, heute ein bisschen was aufzunehmen. Aber ganz aktuell, ja, weil es halt top aktuell ist, denn morgen ist der letzte Tag im Monat. Ihr wisst, der Februar ist mal ein bisschen kürzer. Und zudem ist morgen dann auch noch Rosenmontag und da haben vermutlich viele, viele von euch frei oder Urlaub oder was auch immer. Aber im Moment habe ich hier 11.03 Uhr stehen. Wenn ihr dieses Video seht, steht bei euch auf dem Tacho natürlich schon 14 Uhr, denn vorher durfte dieses Video nicht gepostet werden. Also ihr habt es ja schon im Titel gesehen, ja, der Schatten-Champion kommt, also ein neuer Skin für den Gladiator und also oder für den Champion, heißt der Champion, Gladiator, ja. Und ihr seht das ja hier schon im Bild mit der, ich hätte fast gesagt mit so einer Handtasche, ist aber gar keine Handtasche, so wie ich das dann gleich in den Animationen gesehen habe. Also wir haben wieder so ein bisschen Material zur Verfügung gestellt bekommen, da ich ja keinen eigenen Entwickler-Account habe, kann ich euch das Ganze nur aus der Sicht zeigen. Ich hoffe, das ist für euch ganz in Ordnung. Also legen wir mal los. Ich muss das Ganze selber so ein bisschen für mich runterdokumentieren. Also muss ich das eigentlich immer für mich starten. Und so sieht der Skin aus. Ich meine, ist das eine Schippe? Ist das eine Schippe oder ist das was anderes? Das ist eine Schippe, ne? Würde ich mal fast so sagen. Und so eine Grubenlampe da in Form eines Totenkopfs. Das hat in jedem Fall was. Die Farben finde ich übrigens sehr, sehr gut gewählt. Die sind sehr, sehr augenfreundlich und passt eigentlich zu so einem Shadow Champion. Schreit doch mal ganz schön rum, die Kleine. Muss man mal so sagen. Also die Animationen sind mal wieder gelungen. Ich habe mir heute mal die Animationen angeguckt von dem ersten Champion, den es gab. Den Gladiatoren-Skin für den King damals. Da war ja noch nichts an Animation. Hier haben wir eine Animation, wie die so auf ihrer Platte sitzt. Sieht eigentlich ganz niedlich aus und ein bisschen leicht krummbeinig. Aber wenn sie jetzt wieder dann aufersteht, dann kommt wieder der Kampfschrei einmal raus und ich finde es eigentlich ganz, ganz niedlich. Gameplay-Videos haben wir natürlich auch auf die High-End-Bases hier von Clash of Clans. Also das sind eigentlich die Undefeatable-Bases, also die wirklich nicht zu schlagen sind. Aber Supercell schafft das dann immer wieder, ja, sogar solo mit den Helden diese Bases zu legen. Es ist beeindruckend, finde ich. Und dass sie ausgerechnet diese Bases nehmen, ich meine, klar, der Royal Champion überlebt dann natürlich. Meistens zumindest bei den Kanönchen hier ist das jetzt auch kein Wunder, aber man möchte natürlich auch zeigen, diese Animation von der Fähigkeit. Und das, glaube ich, gelingt dann bei diesen Bases am besten. So kann ich mir das ein bisschen vorstellen, dass das so ein bisschen so der Hintergrund ist. Sofort gezündeter King. Hier, die Base habe ich noch gar nicht gespielt hier. Das scheint mir eine Base aus der Kobold-Mission zu sein, die ich ja nicht so wirklich spiele oder gespielt habe. Zumindest nicht die Kobold-Missionen, die nach den Kobold-Missionen rauskamen. Die habe ich so gut wie gar nicht gespielt oder ganz, ganz wenig. Da habe ich also immer noch richtig Loot offen vor allen Dingen. Können wir vielleicht irgendwann mal machen. Vielleicht in irgendeinem, ich wollte gerade sagen, Livestream oder so. Aber ich finde es in jedem Fall ganz schick, dass Supercell das immer so zur Verfügung stellt, auch für die, die jetzt nicht mit in der Entwicklung sind, also nicht in der Entwicklung sind, sondern jetzt so keinen Entwicklungsaccount haben, um das Ganze mal abzutesten hier für sich und können das Ganze aufnehmen, sondern so ein bisschen hier im Game drin und hier nochmal alle Helden gegen alle Helden, so könnte man es ja benennen. Und ja, da ist natürlich der auf der Verteidigerseite immer so ein bisschen schlechter dran, gar keine Frage, weil dann natürlich mehrere Helden auf den einen Helden zustoßen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut gemacht und ich mag den Skin. Also lasst euch von den Skins nicht täuschen, ihr werdet A nicht besser, euer Held hat nicht mehr Trefferpunkte und es ist ein rein optischer, ein optisches Gimmick, mehr nicht. Ja? Also manche denken vielleicht auch, wenn ich den Skin habe, bin ich besser oder toller. Nee. Die Figur dahinter bleibt eigentlich die gleiche. Es ist eigentlich nur ein anderer Anzug. In diesem Fall ein Schattenanzug. Also, sehr schön gemacht hier. Auch die Base gelegt. Eine der schwersten Bases, würde ich sagen, bei Clash of Clans. Mal sehen, was die 1 eigentlich bei mir hier zu bedeuten hat. Die 1 heißt eigentlich nicht, wir haben nur noch einen Tag, sondern die 1 heißt,
Ich bleibe jetzt einfach mal sitzen. Ich bleibe einfach mal sitzen hier und gucke mal, dass ich, habe ich eigentlich hier, Schieberegler habe ich eigentlich an, ja, tatsächlich. Aber irgendwie hört ihr hier gar nichts. Das müsste ich eigentlich mal eben abstellen. Ich weiß nur gar nicht, wo man das macht, in welchen Eigenschaften. Ich glaube, das ist dieses Desktop-Teil hier. Wenn ich hier in den Eigenschaften etwas anderes einstelle, dann kann ich mir vorstellen, dass ihr dort dann auch irgendwas Game-Soundiges hört. Ja, so ist es auch. Da geht doch was. Okay, dann hört ihr auch ein bisschen Game-Soundiges hier. Also, ich bleibe hier jetzt aber einfach mal sitzen, denn ich bereite jetzt schon so ein bisschen die Folgen für den Wochenstart vor. Also, ich hatte sowieso vor aufzunehmen, aber passt jetzt ganz gut mit dem Royal Champion. Ist zwar ein kurzes Video, aber ist ein schöner Gruß an den Sonntag. Ich werde jetzt netten Spaziergang machen und werde dann danach hier einfach wieder weiter so ein bisschen für euch was festhalten, so ein bisschen aus dem Casual Gaming Bereich von Clash of Clans. Bis dahin, ich wünsche euch A, einen schönen Sonntag, B, einen schönen Wochenstart. Euer Toto. Best.